Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Zum ersten Mal haben heute die Bürger der DDR ihr Parlament frei und geheim wählen können und sich dabei überraschend klar entschieden. Mit großem Abstand wurde die CDU stärkste Partei. Sogar eine absolute Mehrheit der konservativen Allianz für Deutschland, dem Wahlbündnis aus CDU, DSU und demokratischem Aufbruch, ist nicht auszuschließen. Lothar de Maizière, Vorsitzender der CDU, die früher eine der Blockparteien war, dürfte nunmehr neuer Regierungschef der DDR werden. Großer Verlierer der Volkskammerwahl sind die Sozialdemokraten, die in Meinungsumfragen lange Zeit vorn gelegen hatten. Demgegenüber konnte sich die SED-Nachfolgepartei PDS unerwartet gut behaupten. Sie wurde drittstärkste Kraft. Insgesamt hatten sich 24 Parteien, Vereinigungen und Listenverbindungen um die 400 Mandate in der Volkskammer beworben. Die Wahlbeteiligung wird auf etwa 90% geschätzt. Zwischenfälle wurden nicht bekannt. Direkt aus Ost-Berlin nun Ulrich Deppendorf mit einer neuen Hochrechnung. Ja, die neue Hochrechnung liegt vor. Immer mehr Stimmbezirke sind hier bei uns eingetroffen im Computer. Und danach gibt es nun folgendes Ergebnis nach dieser Hochrechnung. Die SPD kommt auf 21,6%, die CDU auf 42,9%, sie geht wieder etwas zurück, der demokratische Aufbruch auf 0,9%, die DSU auf 6,0%, die PDS auf 15,5%. Und die Liberalen kommen auf 4,9. Diese Hochrechnungen, meine Damen und Herren, noch einmal gesagt, sind freie Hochrechnungen. Es fehlen Vergleiche zu früheren Jahren. Das heißt, es kann immer noch im Laufe des Abends etwas schwanken. Und nun schauen wir uns noch die Sitzverteilung in der Volkskammer an. 400 Mandate sind zu vergeben. Die SPD bekommt 86. Die CDU kommt nach dieser Hochrechnung auf 172. Der demokratische Aufbruch auf 4. Die DSU auf 24. Die PDS auf 62, die Liberalen auf 20 und die anderen Parteien auf 32. Nach dieser Hochrechnung hat die Allianz im Augenblick 200 Sitze, also noch keine absolute Mehrheit. Sie müsste mit den Liberalen zusammengehen. Aber das kann sich noch etwas verändern im Laufe des Abends. Zurück nach Hamburg. Dass die Volkskammerwahl wirklich frei und geheim war, haben Wahlbeobachter des Europaparlaments und des Europarats bestätigt. Sie haben nach eigenen Angaben nicht die geringsten Verstöße gegen die Wahlordnung feststellen können. Zum überraschenden Ausgang der Wahl schalten wir nun um nach Ost-Berlin zu Fritz Pleitgen. Ja, hier im Wahlstudio ist bei uns der Wahlsieger Ulrich de Maizière von der CDU. Werden Sie auch der künftige Ministerpräsident, wie wir soeben gemeldet haben? Also darüber werden wir, über Personalfragen reden wir in den nächsten Tagen. Zunächst geht es erstmal darum, dass wir feststellen, wir haben einen unerwartet hohen Sieg errungen. Wir sind sehr stolz, dass es uns gelungen ist, in nur wenigen Monaten die Partei zu einer selbstbewussten Partei zu führen, die also auch selbstbewussten Wahlkampf geführt hat. Darf ich Sie mal fragen, meinen Sie, dass Bundeskanzler Kohl wesentlich zu diesem Erfolg beigetragen hat? Wir haben Hilfe bekommen, aber wir haben auch deutliche Hilfe bekommen, das will ich nicht bestreiten. Aber es war auch wichtig, dass bei uns die Mitglieder in den Dörfern, in den Gemeinden, solche Zahlen erreichen sie, eben, wenn im gesamten Lande Wahlkampf geführt wird. Und der ist geführt worden. Haben Sie denn mit diesem sensationellen Ergebnis gerechnet? Damit haben wir nicht gerechnet, nein. Das ist also für uns selber eine große Überraschung. Und es bringt natürlich auch ein hohes Maß von Verantwortung und Erwartung der Bürger zum Ausdruck. Erwartung nicht nur an uns und die Parteien der Allianz, sondern auch eine hohe Erwartungshaltung an die Bundesrepublik. Die Menschen werden also sehr schnell sehr klare und deutliche Antworten sowohl von uns, aber auch von der bundesrepublikanischen Seite erwarten. Welche Antwort wollen Sie zuerst geben? Zu welcher Frage? Die wichtigste Frage ist für uns, dass uns die Menschen nicht weiter verlassen. Und da wird dieses Wahlergebnis vielleicht ein Signal sein können. Aber ich denke, dass die Währungswirtschaft und soziale Union der nächste wichtige und eindeutige Schritt sein muss. Wann soll das passieren? So schnell wie möglich, so schnell aber, wie es auch klug ausgehandelt ist. Und über Zeitpunkte bei solch brisanten Maßnahmen sollte man, glaube ich, nicht reden, um den Spekulanten nicht Tür und Tor zu öffnen. Martin Kirchner, Sie sind der Generalsekretär der Partei. Ich habe gerade gelesen, Sie können mit 172 Abgeordneten rechnen. Haben Sie eigentlich genügend Leute dafür?
Ja, dafür sind genügend Mitglieder angetreten in den Wahlbezirken und hier sind gute und qualifizierte Abgeordnete, die sich auch in dieses Parlament wirklich einbringen können. Schönen Dank, das war es zunächst aus dem Wahlstudio. Ich schalte jetzt zurück nach Hamburg, wo weitere Stimmen vorliegen zu diesem Wahlausgang. Die DDR-Bürger haben sich für die Bundesregierung entschieden, nicht für eine bestimmte Partei, sondern sie haben sich für die Partei entschieden, die zurzeit die Bundesregierung stellt. Ich denke, das muss man so erklären. Die DDR-Bürger haben über 40 Jahre hinweg aus Angst die Partei gewählt, die das Geld verwaltet. Zurzeit verwaltet in der Bundesrepublik die CDU das Geld. Und deshalb haben sie ihren alten Fehler wiederholt und die CDU gewählt. Liegt es nun allein an den DDR-Bürgern oder liegt es auch an der SPD? Sind Sie mit Programmen gekommen, die einfach beim Volk nicht so ankamen? Ich glaube, das liegt nicht am Programm, sondern wir sind als eine anständige Alternative, als eine ehrliche Alternative zu den 40 Jahren Sozialismus aufgetreten, haben diese Partei gegründet als Alternative dazu. Und mit diesem anständigen Wahlkampf haben wir uns nicht durchsetzen können. Es ist ein Diffamierungs- und Verleumdungswahlkampf von Seiten der rechten Parteien geführt worden. Es ist ein Angstwahlkampf von Seiten der PDS geführt worden. Beweist, wir werden auch als eine solche neue Partei anerkannt. Was wird Hans Modrow, der sich ja viel Achtung erworben hat, ab morgen tun? Wären Sie eventuell auch bereit, ein Regierungsamt zu übernehmen? Zunächst bleibt er in Regierungsverantwortung, bis eine neue Regierung gebildet ist. Ich hoffe, dass diese Phase nicht allzu lange dauert und dass das Ergebnis der Wahl so aussehen wird, dass eine Regierungsbildung nicht ein quälender Prozess wird, sondern dass eine Regierung gebildet werden kann, die in der Lage sein wird, das Land in Verantwortung zu regieren. Und Hans Modrow wird zu denen gehören, die in einer linken Fraktion der künftigen Volkskammer dabei ist, Opposition nicht als destruktive, sondern als konstruktive Politik zu verstehen und sie so zu betreiben. Neben mir steht Jens Reich vom Neuen Forum und Sie müssen jetzt hier reinsprechen. Ja. Jens Reich, erste Reaktion. Sind Sie traurig? Nö, ich bin in bester Stimmung. Vom Hoffnungsträger der Revolution als Splittergruppe in die Opposition. Haben Sie sich das so vorgestellt? Was haben Sie falsch gemacht? Warum konnten Sie Ihre Politik nicht populärer machen? Na, wir waren immer eine Splittergruppe. In Gethsemane waren immer kleine Gruppen und wir sind wieder eine kleine Gruppe. Da sind wir wieder angekommen. Und zwischendurch haben wir das geschafft, mitgeholfen, das zu schaffen, dass unsere Kinder jetzt ins Ausland fahren können, dass wir die Welt sehen können, dass wir uns unterhalten können, ohne dass anschließend zwei Herren mich mitnehmen. Ich denke, das ist das Wichtigste. Bei der Oberbürgermeisterwahl in München zeichnet sich ein klarer Erfolg für den Amtsinhaber Georg Kronawitter von der SPD ab. Gegen ihn war bei den heutigen bayerischen Kommunalwahlen der Bonner Regierungssprecher Hans Klein, CSU, angetreten. Insgesamt wurden etwa 2000 Bürgermeister und Landräte direkt gewählt, außerdem die Stadt- und Gemeinderäte sowie die Kreistage. Bei den letzten Kommunalwahlen vor 6 Jahren schaffte die CSU landesweit 49,1%, gefolgt von der SPD mit 30,5% und den Freien Wählergruppen mit 10,8%. Direkt aus München jetzt Heinz Burkhardt. Ja, verehrte Zuschauer, Sie haben es eben schon gehört. Georg Kronawitter bleibt im Amt. Ebenso bleibt im Amt der Nürnberger Oberbürgermeister Peter Schönlein. Und interessant an den beiden Großstadtwahlen, die Republikaner sind weit abgeschlagen. In München erhielten die Republikaner 5,2%. Zum Vergleich, bei der Europawahl vor genau 9 Monaten kamen sie auf 14,9%. Und in Nürnberg erhielten die Republikaner 4,4%. Bei der Europawahl lagen sie noch bei 7,6%. Hören Sie zunächst Georg Kronawitter. Was ich immer gesagt habe, 53%, das wäre halt was Schönes für mich. Das kann durchaus am Ende rauskommen. Also mit schweren Waffen musste ich nicht kämpfen, aber ich konnte weitgehend meine Stadtpolitik weiterführen. Aber im Rahmen dieser Stadtpolitik konnte ich vor allem die Problematik der Mieter deutlich machen und ich glaube auch überbringen. Und das ist natürlich erfreulich, auch für alle zukünftigen Wahlen, die anstehen, zum Beispiel schon für die Landtagswahl.
Ja, für Ihre Zuschauer noch ein Blick auf drei weitere bayerische Großstädte. In Augsburg siegt Peter Mennacher von der CSU über einen SPD-Bewerber. In Regensburg führt die Landtagsabgeordnete der SPD, Christa Meyer, gegen den seit 12 Jahren amtierenden CSU-Oberbürgermeister Friedrich Viehbacher. Und in Würzburg schließlich liegt Jürgen Weber vorne, bisheriger zweiter Bürgermeister von Würzburg, der von der CSU ausgeschlossen worden war, nachdem die CSU Barbara Stamm aufgestellt hatte. Und schließlich der bisherige SPD-Oberbürgermeister Klaus Zeitler erklärte, dass er doch nicht wieder kandidieren würde. Nun wird es wohl zu einer Stichwahl kommen zwischen Jürgen Weber, dem unabhängigen Kandidaten, und Walter Kolbo von der SPD. Ich danke und gebe wieder nach Hamburg. Wahlen schließlich auch in der Sowjetunion. Während in den Republiken Russland, Weißrussland und Ukraine der zweite Durchgang der Regional- und Kommunalwahlen stattfand, wurden in den baltischen Republiken Lettland und Estland heute neue Parlamente gewählt. Erst morgen bei der Stimmauszählung wird sich in den beiden baltischen Republiken zeigen, ob die stark favorisierten Kandidaten der Unabhängigkeitsbewegungen tatsächlich gesiegt haben. Wie zuvor in Litauen konnten zum ersten Mal mehrere Parteien Bewerber aufstellen. Während in Lettland knapp 70% von ihnen der Kommunistischen Partei angehören, ist es in Estland nur noch jeder vierte Kandidat. Für die Unabhängigkeit der Ostseerepublik hatten am Wochenende in der Hauptstadt Tallinn noch Zehntausende auf Wahlkundgebungen demonstriert. Die Sozialistische Partei Frankreichs ist durch erbitterte Auseinandersetzungen ihrer Spitzenpolitiker um die Parteiführung in die schwerste Krise seit der Gründung 1971 geraten. Beim Parteitag in Rennes konnten sich die zerstrittenen Gruppierungen weder auf ein neues Programm noch auf einen neuen Vorstand einigen. Unter Pfiffen der Delegierten beschloss der amtierende Vorstand, dies selbst nun am Dienstag nachzuholen. Durch den Streit scheiterte die Absicht des früheren Regierungschefs Mauroy, ein an den bundesdeutschen Sozialdemokraten orientiertes Grundsatzprogramm zu verabschieden. Die konservative Likud-Partei in Israel strebt eine Neuauflage der Großen Koalition mit der Arbeitspartei an. Eine Delegation sprach heute mit Staatspräsident Herzog, der entscheiden muss, wer den Auftrag zur Bildung einer neuen Regierung bekommt. Auch eine Abordnung der Arbeitspartei besuchte heute Herzog. Die Sozialisten wollen ein Bündnis mit den kleinen Linksparteien und den Orthodoxen. Die Große Koalition war vergangene Woche im Streit um die Friedenspolitik zerbrochen. Mehrere tausend Menschen haben heute in Klausenburg und in Constanța gegen die kommunistische Regierung Rumäniens demonstriert. Auf Spruchbändern hieß es, nieder mit dem Kommunismus und nieder mit Iliescu, dem amtierenden Staatschef. In der iranischen Hauptstadt Teheran sind heute bei der Explosion einer Gasleitung mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen, zahlreiche Personen wurden verletzt. Die Detonation ereignete sich, als zwei Arbeiter eine unterirdische Gasverteilanlage reparieren wollten. Möglicherweise, so die Teheraner Polizei zur Unglücksursache, haben sie dabei gegen die Sicherheitsbestimmungen verstoßen. Durch das anschließende Feuer wurden mindestens 15 Häuser zerstört, Autos gingen in Flammen auf. Noch stundenlang wurde in den Trümmern nach Verletzten gesucht. Ein Brand in diesem 5-stöckigen Supermarkt in der westjapanischen Stadt Amagasaki hat 15 Menschen das Leben gekostet. Ein junger Mann verletzte sich beim Sprung aus dem brennenden Gebäude schwer. 5 Menschen erlitten Rauchvergiftungen. Das Feuer war am Mittag im 4. Stock ausgebrochen. Die meisten Opfer sind offenbar Angestellte des Supermarktes, die sich in einer Kantine in der obersten Etage beim Mittagessen aufhielten. Die Brandursache ist noch nicht geklärt. In Fort Myers im US-Bundesstaat Florida ist das Büro der Nationalen Drogenfahndungsbehörde DEA nach einer Explosion niedergebrannt. Sämtliche Akten wurden zerstört. Der Sachschaden liegt bei $4 Millionen. In der Nacht hatten Unbekannte eine Rohrbombe in das Gebäude geschleudert. Die Behörden nehmen den Anschlag sehr ernst. Er ist der erste auf eine Einrichtung der amerikanischen Drogenbehörde. Die DEA hat in der Vergangenheit hunderte Drogenhändler aufgespürt. Ein Zusammenhang des Anschlags mit laufenden Rauschgiftprozessen wird nicht ausgeschlossen. Aus Frankfurt jetzt die Wettervorhersage für morgen, Montag, den 19. März. Auf dem Satellitenfilm ziehen Wolkenbänder über dem westlichen Nordatlantik nordostwärts zum europäischen Nordmeer und nach Skandinavien. Sie umlaufen dabei ein umfangreiches wolkenfreies Gebiet, das sich von der Iberischen Halbinsel über Mitteleuropa weiter ostwärts erstreckt. Die Hochdruckzone mit Schwerpunkt über dem Baltikum ändert ihre Lage nur wenig.
Frontensysteme über dem Atlantik und Schottland bleiben im Westen des Hochs und beeinflussen unser Wetter zunächst noch nicht. Die Vorhersage für morgen. In den Frühstunden örtlich Nebelfelder. Nach deren Auflösung überall sonnig. Tiefstwerte in der kommenden Nacht zwischen 7 Grad im Westen und 1 Grad im Südosten. In Bayern örtlich leichter Frost bis minus 2 Grad. Tageshöchstwerte 18 bis 23, auf den Nordseeinseln um 12 Grad. Schwacher im Norden mäßiger Wind aus südlichen Richtungen. Die weiteren Aussichten am Dienstag von Nordwesten nach Südosten Durchzug von Wolkenfeldern und nördlich der Mittelgebirge etwas Regen. Im Norden zurückgehende Temperaturen. Wir melden uns wieder voraussichtlich gegen 21 Uhr.